So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um mein... Heute geht's um meinen 3F80. Lang war es her. Ich glaube, mein letztes Video war schon wieder, keine Ahnung. Ich kam einfach nicht dazu, es tut mir leid. Und jetzt komme ich dazu, wenn die Saison gleich vorbei ist und ich mein Auto nicht mehr fahren kann. Deswegen drehen wir jetzt noch ein Video. Ich habe eine geile Kamera, ich habe Sascha hinter der Kamera. Ja, M3 F80, Baujahr 2015. Also relativ einer der ersten. Es ist ein US-Import. Den hat ein Kumpel von mir importiert aus den Staaten mit einem Motorschaden und ja, es gab dann einen Austauschmotor, hat dann da alles gemacht und jetzt läuft er. Könnt ihr einmal rumlaufen, nur kurz erzählen, ein bisschen was über das Auto, was gemacht ist. Da würde ich sagen, da machen wir dann nochmal ein Video, wo wir mal mehr drauf eingehen, was genau verbaut ist. Dann können wir ihn auch mal auf der Bühne angucken oder wie ihr wollt. Also, was auch mega geil ist, schwarz, also innen schwarz lackierte Scheinwerfer. Wusstest du das oder nee, so fällt es nicht auf? Aber nee. Wenn du jetzt zum Beispiel einen normalen, also das ist bei einem schwarzen Auto auf jeden Fall ein Unterschied von Tag und Nacht, das ist echt geil. Sonst vorne ist eigentlich gar nicht viel, außer ich glaube, ja, die aus Carbon, ich weiß, nee, die sind Serie, ich glaube nicht aus Carbon. Reifen habe ich vorne Michelin Pilot Sport 4 drauf, leider kein 4S, der war mir dann 40 Euro zu teuer. Und hinten momentan Sailun, man kennt's. Habe ich aber auch noch Michelin, keine Angst. Innen Schiebedach finde ich mega geil, weil viele Autos haben das aus den Staaten. Aber ich finde es eigentlich fast perfekt, oder? Ich finde BMW hat auch mit einer von den schönsten Ausstattungen. Ja, das fehlt zwar schon gut. Mittlerweile die Autos, die haben schon mehr, aber ich finde einfach, es sieht alles aufgeräumt auf und wahrscheinlich alles, was man braucht. Das finde ich halt geil. So, die modernen Autos, die haben so viel. Ist auch irgendwo geil, aber so, also ich bin voll zufrieden. Mir stört eigentlich nichts. Bis auf, mir gefällt es mehr, tatsächlich. Ja. Meilen-Tacho habe ich jetzt halt nur, aber das, wen juckt's, habe ja Head-Up. Ja, von hinten für mich auch eins der geilsten Autos überhaupt. Muss halt irgendwie drauf bekommen, dass, also der M3 F80 ist, ich blende es euch mal ein, wie viel breiter er hinten ist als der F82 M4. Aber wenn man mal so steht, ich meine, man sieht es schon ziemlich stark, dass hier irgendwas passiert. Hinten, ja, Auspuffanlage, steht jetzt Akrapovic drauf, sind natürlich nur Blenden. Kann man so wie sich, du Blender. Kann man sich nicht leisten. Ja, also so viel gibt es jetzt auch nicht. Ich habe einen KW Clubsport V3 Fahrwerk verbaut. Das ist eigentlich so, braucht man nicht auf der Straße, aber der Vorbesitzer, der hatte halt Bock drauf und ist jetzt drin. Spurplatten habe ich drauf und sonst war es eigentlich. Schwelleransätze und so, auch alles, aber das ist alles ist eingetragen im Auto, also dass ich da einfach keine Probleme bekomme, weil man kennt es ja, ich hatte schon ein paar Probleme, deswegen dachte ich einfach jetzt auf jeden Fall mal Ende Gelände. Wir fahren auf jeden Fall, wir haben hier Performance Box, haben wir uns ausgeliehen und gönnen mal, dann messen wir mal 100, 200 und gucken mal, wo das Auto liegt. Keine Ahnung, was schätzt du? Ja, auch hoher 6er Bereich, denke ich mal. Ich würde sagen, wir fahren mal, oder? Fahren du? Hast du Bock drauf? Ja. Du fährst schon. Ja. Denken Sie um! So, wir sitzen im Auto, wie man unschwer erkennen kann.
Was ich noch nicht erwähnt habe, was unglaublich ist, das ist eine Weltpremiere, oder? Füll mal auf dem Tacho. Mein M3 hat 190.000 Kilometer. Was sagst du dazu? Schon. Ramschkarte. Also, man muss dazu sagen, der Motor, der kam ja neu. Der Motor war auch nicht kaputt wegen der Laufleistung oder so, sondern der wurde versenkt, irgendwie vorne Luft, Wasser angesaugt. Und ja, in dem Fall war dann Cappuccino im Motor drin. Ja, der Motor, der reinkam, hatte so circa 15.000 Kilometer, weiß gar nicht mehr genau, irgendwie sowas. Und der ist wirklich Taco, also der ist wirklich top. Sonst fehlt dem Auto nichts, also wirklich, das Auto wurde echt schon ziemlich hart hergeschlagen und das war noch nie was. Und ich denke auch einfach, die Autos sind einfach dafür gebaut, so Ems, also wie, ja, was für ein selber, oder? Auf jeden Fall sind die Autos dafür gemacht, da braucht man auch, glaube ich, keine Angst haben, wenn man so ein Auto kauft. Jedoch würde ich doch aufpassen, ich würde so ein Auto nicht über 150.000 Kilometer kaufen, wenn noch der gleiche Motor drin ist, weil ja, 150.000 sind 150.000, da brauchen wir nicht drüber reden. Hier sind die Geräusche vielleicht ein bisschen lauter, weil meine Reifen vorne sind ziemlich schuppig. Da haben wir ein bisschen laute Abrollgeräusche, kann man nichts machen, halb so wild, funktionieren tun sie ja. Und das Fahrwerk, ja, wie man hier jetzt an der Straße, es ist einfach kein Fahrwerk für die Straße. Man kann es zwar abstimmen dann für Street, ich habe es jetzt auf Street abgestimmt, aber trotzdem mit der Tiefe ist, wie gesagt, auch eingetragen. Es streift auch nichts in dem Auto, also ist mir noch nie passiert. Aber es ist trotzdem ziemlich hart, das Fahrwerk für den Straßengebrauch. Vor allem bei so Straße. Ja, genau, also es geht ja eigentlich, es ist jetzt nicht bickelhart, wie man bei uns sagen würde, aber es ist schon ziemlich nervig. Man kann es dann auch umstellen auf Komfort, aber dann macht es Schnellfahren nicht mehr so Spaß, weil dann das Auto ziemlich schnell anfängt zu wanken und zu kippen und irgendwie der Dämpfer, der arbeitet zu lange nach. Das ist ziemlich unangenehm. Wenn es auf Racing eingestellt ist, dann ist es wirklich perfekt. Also man kann mit dem Auto um die Kurven wie nicht mehr ganz normal, aber das wollen wir ja nicht. Man will ja auch noch ein bisschen Komfort haben. So, ja, 190.000. Ich bin mal gespannt auf die Kommentare, was ihr dazu sagt. Werden wahrscheinlich viele dabei sein. Ja, wir kaufen dann so ein Auto, voll bescheuert. Ja, ist vielleicht schon ziemlich bescheuert, aber viele schauen darauf halt einfach nicht. Wenn das Auto funktioniert, das ist wie mit den alten Autos, mit 400.000 Kilometer Volvos oder so, die fahren trotzdem und da passt alles. Rost gibt es hier kein Problem. Getriebemäßig eigentlich auch nicht, die halten ewig und ich muss sagen, ich bin ultra zufrieden mit dem Auto, bis auf boah, der Verbrauch, also unter 10 Liter zu fahren ist wirklich schwierig. Ich fahre ja echt oft normal, habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 10,1 und ja, wenn man Langstrecke fährt, Tempomat 110, ja mein Gott, da bekommt man schon mal 8,5 Liter hin, aber macht halt dann keinen Spaß. Also wenn ihr von dem Auto mal ein Video sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, weil ich würde es geil finden. Ist geil, oder? Also wirklich, für mich ist einfach rein Sechszylinder Turbo ist für mich einfach so mein, das ist mein Motor. Das ist den, einfach, das ist, oder? V8 ist zwar geil, ja, V8 ist, ich bleib V8 Fan. Ja, V8 finde ich zwar geil, aber das ist mir zu irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen der Racing Charakter so ein bisschen, oder? Also dir vielleicht nicht, aber mir, oder vielleicht V8 halt Pickup, das ist ja geil. Ja, ja klar, Pickup. So Corvette oder sowas. Klar, da gehört auch kein Sechszylinder rein, aber trotzdem, in so einem Auto, da ist für mich einfach das geilste ein Sechszylinder. Also rein Sechszylinder. Ich finde einfach den Klang und das Ganze, das Harmonieren einfach, finde ich. Das finde ich einfach geil.
Das gefällt mir. Mit den Motoren kann man ja mittlerweile alles machen. Also 1000 PS, was da für Autos gibt. Also wenn von euch jemand so ein Auto hat mit 800 bis 1000 PS, dann schreibt mir. Dann schreibt mir, ich muss sowas fahren, unbedingt. Das, generell überlege ich einfach eine Videoreihe zu machen, wo ich eure Autos fahre. Ob das Ganze überhaupt bei euch gut ankommt, das ist jetzt die nächste Frage, weil ich mache ja normal Motovlogs, aber ich denke mal schon, dass sich das ein paar Menschen angucken werden. Und ich wohne im Landkreis Biberach an der Riß. Wenn ihr irgendwo in der Umgebung Ulm oder so wohnt, dann schreibt mir einfach, wenn ihr ein cooles Auto habt. Jetzt kommt natürlich der Winter, dann haben viele ihre Autos eingewintert, aber es gibt ja viele Quattros, die im Winter fahren. Und wenn da irgendjemand was Geiles dabei hat, wo wirklich interessant ist, ich rede jetzt nicht von nochmal einem M3 mit Serienleistung und so, dann schreibt mir mal, ich hätte da richtig Bock drauf. Und ihr könnt mir auch vertrauen, ich kann Auto fahren, sage jetzt einfach mal so. Gelogen. Ich passe auch auf, also ich fahre echt nicht so wild. Polo mit 300 PS oder 400 PS wäre echt geil. So ein oder, nee, auf was ich wirklich Bock hätte, weil das ist so Klassik. Zweier Golf, V6 Turbo. Das wäre was, das muss ich irgendwie fahren. Irgendjemand muss so ein Ding haben. Das wäre eigentlich schon ein Traum. Einfach alles mit Turbo. Also ich finde Sauger genauso geil, aber ja, ich bin noch nie so ein Sauger gefahren, der mir wirklich das geile Gefühl bringt. Weißt, sobald ich in einem Turbo drin sitze, egal was für ein Auto, und man hört nur ein bisschen, dann ist schon irgendwie geil. Das 2JZ wäre mal nobel. Ja, das wäre aber sowas, ich glaube, für uns unerreichbar. Also RB26, mein Traumauto ist ja ein R34 GTR. Ja, aber ich könnte vielleicht drankommen, aber selber fahren glaube ich nicht. Aber ich könnte drankommen, also das könnte man mal versuchen, dann für nächstes Jahr, dass man da irgendwie was geregelt bekommt. Mein Auge zuckt immer noch. Hattet ihr das schon mal, Augenzucken? Aber schon seit 3 Tagen. Bin ich jetzt chillig. Wir haben 20,5 Grad und haben den, was weiß ich, 30. Oktober. Das ist komplett bescheuert. Das ist so geil. Ja, aber guck mal, das ist einfach. Ist geil, oder? Hättest du lieber Carbondach oder. So rein vom Sportlichen muss ich sagen, finde ich das Carbondach einfach geiler, ja, bei Carbon. Aber. Ja. Und Schiebedach, ich meine, wenn es mal Probleme macht und undicht wird, dann juckt es halt keinen. Das zahlt dir keine Versicherung, bezahlt dir kein Hersteller. Das stimmt. Und dann hat der Karre unter Wasser, da springt es ja auch nicht so viel. Ja, stimmt. Dein Fahrwerk ist echt zu. Die Hölle zum Filmen, gell? Ja, klar, aber zum Fahren ist halt geil. Jo, das stimmt. Das ist wirklich jetzt das letzte Video. Es wird erstmal kein Video mehr von dem Auto kommen, weil es wird jetzt ja abgemeldet. Also, das nächste Video wird dann, wie kann ich mir so ein Auto leisten? Das wird spannend. Das wird spannend. Ich glaube auch wahrscheinlich eine von den meisten Fragen, ja, wie die Leute sich ins Geheim stellen. Wie kann man sich BMW M3 F80 mit 21 Jahren leisten? Ich bin 22, aber ich war mal. Hatte ich den schon mit? Bis das Video rauskommt, bis 24. Ja, wahrscheinlich schon. Bin jetzt auch nicht groß rumballern oder so, weil hier ist alles Stadt. Wie lange hast du das Auto denn schon? Seit Juni 2021, also anderthalb Jahre circa, sowas, ja. Man kann es ja anders machen, im Prinzip können die ja Fragen stellen, machst mal so ein Insta-Shoutout oder sowas, oder ein, ja, Video, Kommentarfragen, und dann machen wir es gleich einfach nochmal. Genau. Filmen auch während dem Fahren. Können wir ja machen, wenn ihr ein Auto habt und in meinem Umkreis wohnt, dann werden wir einfach die Fragen, die ihr jetzt unter dieses Video schreibt, beantworten. Dann haben wir da schon mal was zu labern. Okay, das ist ganz gut. Können wir so machen. Also schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr ein cooles Auto habt. Ich weiß, es werden viele wahrscheinlich nicht machen, weil ihr kennt mich nicht und so. Und ich lasse auch nicht jeden mit meinem Auto fahren, aber trotzdem. Man kann ja mal schreiben. Schreibt mir auf Insta auf jeden Fall. Schreibt auch in die Kommentare, ob ihr mehr Auto-Content sehen wollt
Weil ich sage einfach, das ist so, das wird die Zukunft von meinem Kanal wahrscheinlich. Es wird immer noch EXC kommen, vor allem jetzt im Winter viel, aber Auto, naja, ist eher mein Ding. Das muss man einfach mal so sagen. Oder? Jo. Ich würde sagen, jetzt. Kannst du mal wieder Motorvlog machen, ja. Wenn meine angemeldet ist, kannst du meiner mal fahren. Das ist ja geil. Jetzt müssen wir noch kurz eine Strecke suchen für 100-200, das heißt, gehen wir auf die Autobahn und dann kriegt ihr noch 100-200 und dann würde ich sagen, war's mit dem Video. Und war eine Kurve, aber lassen wir uns mal so stehen. Ich messe noch mal allein. Kann trotzdem eine Sekunde schneller vorher. Ja, stimmt, das macht schon viel aus. Das war jetzt nicht so krass bergauf wie vorher und gut. Also, ich würde sagen, es war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt von meinem Auto und vielleicht irgendwelche Ideen habt, schreibt es in die Kommentare und ja, ich hoffe, das Video kommt gut an. Ihr könnt bei Sascha vorbeigucken auf Insta, oder? Immer zu. Und ja, jetzt geht's erstmal in Maggis rein. Chili Cheese essen, fressen. Ja, sag tschüss. Ciao. Ciao.